Hallo miteinander. Entschuldigung für die technische Störung, aber es sind mittlerweile 200, knapp 200 Teilnehmer hier in der Teams, deswegen hat es ein bisschen gedauert. Am Anfang möchte ich mit Ihnen, dass der Helmut Nervezahn Sie am Freitagnachmittag anruft und sich bei Ihnen beschwert über Trinkwasserschwankungen beim Duschen. Das ist heute das zentrale Thema von Trinkwasserhygiene und Trinkwasserkomfort. Was haben wir die nächsten 30 Minuten zu tun? Ich möchte Sie natürlich als erstes erstmal von meiner Seite recht herzlich begrüßen hier zum Online-Bautechnik-Tag. Und wir haben heute im Vortrag drei verschiedene Themen, die wir besprechen wollen. Einmal die 3-Liter-Regel. Ist es ein göttliches Maß? Das zweite ist dann die Trinkwassertemperaturschwankungen. Unser Thema Herr Helmut Nervezahn und als letztes noch die Gefährdungsanalyse von Trinkwasseranlagen. Für mich ist es natürlich schwierig, hier vor dem Bildschirm bei den knapp 200 Teilnehmern auf der einen Seite sitzt ein TGA-Profi und auf der anderen Seite jemand, der mit der TGA, mit Gebäudetechnik nicht so viel zu tun haben will. Deswegen erkläre ich erst am Anfang ein bisschen was zur allgemeinen, zur 3-Liter-Regel. Jetzt kommen wir als nächstes in die Gliederung. Die Gliederung habe ich gerade erwähnt, um die drei Themenblöcke, die es heute geht. Und als erstes geht es um die 3-Liter-Regel. Für was ist denn überhaupt die 3-Liter-Regel gut? Die 3-Liter-Regel ist deswegen notwendig, dass man das ganze Trinkwasservolumen in den Rohrleitungen minimiert und das relativ wenig Trinkwasser wird. Es gibt verschiedene Normen, in denen das beschrieben ist. Die stehen hier oben als erster Punkt. Und wenn man hier jetzt die gestrichelte Linie nachfährt, das ist die 3-Liter-Regel. Hier unten habe ich ein Beispiel. Das wären beispielsweise die gestrichelte Linie 23 Meter beim Edelstahlrohr 15. Und bei einem 28er Edelstahlrohr 6 Meter. Die Zirkulation zählt hier nicht mit rein. Wenn man über der 3-Liter-Regel ist, muss man eine Zirkulation einbauen. Man hat aber auch dann, wenn man unterhalb der Zirkulation ist, gewisse normative Anforderungen fallen zum Beispiel hinsichtlich der Temperatur bei dezentralen Durchfluss-Trinkwassererwärmern weg. Wichtig zu erwähnen ist, dass das Wasservolumen normativ nicht nur für Warm, sondern auch für Kaltwasser zählt. Wenn man jetzt die 3-Liter-Regel überschreitet, entweder planmäßig oder auch, weil es einfach ein Fehler am Bau war, dann gibt es zwei Dinge zu beachten. Deswegen steht hier oben eins von zwei. Das erste ist der Trinkwasserkomfort. Hier gibt es klare Richtlinien, was anerkannte Regeln der Technik sind, verschiedene Normen und auch aus der Mietsrechtsprechung. Es ist aber auch ein Urteil vom OLG München von 2013 bekannt, das eine Beschaffenheitsvereinbarung nach unten möglich macht. Das heißt, es muss für den Laien erkennbar sein, die Risiken, es muss vom üblichen Qualitätsstandard abgewichen wird. Und die negative Form muss klar lesbar sein. Also es darf kein Marketing-Gag sein. Also man kann, wenn man die 3-Liter-Regel überschreitet, den Trinkwasserkomfort regeln. Das nächste ist die viel wichtigere Trinkwasserhygiene. Die 3-Liter-Regel ist eine Komponente, um die Trinkwasserhygiene einzuhalten. Weitere sind Stagnation, die ungeeignete Betriebsweise, beispielsweise wenn man an einer großen Trinkwasseranlage immer eine Trinkwassertemperatur von 40 Grad fährt, darf man sich nicht wundern, wenn man irgendwann Legionellen bekommt. Das andere, auf der rechten Seite sehen Sie ein Bild, die Werkstoffwahl. Wenn man natürlich solche Rohrleitungen einbaut, dann wundert es auch nicht, dass die Trinkwasserhygiene nicht passt. Überdimensionierung oder eine Fremdbeeinflussung. Es gibt zwei verschiedene Normen, die Betriebsunterbrechungen unterschiedlich bewerten. Das ist einmal die DIN EN 806 Teil 5, die sagt maximal nach 7 Tagen oder muss ich was machen, also spülen, und nach dem DVGW-Arbeitsplatz
maximal 72 Stunden. Da gibt es ein bisschen ein paar Ausnahmen, dann verlängert sich das Ganze. Aber grundsätzlich kann man sagen, dass der beste Schutz ist der regelmäßige Wasseraustausch. Was macht man also, wenn man das Ganze reißen will oder gerissen hat? Wir sagen, eine automatische Spüleinheit, die für den bestimmungsgemäßen und nutzerunabhängigen Wasserentnahme sorgt an den Armaturen. Der normativ strengste Anforderung von 72 Stunden sollte man hier einstellen als Spülintervall. Die Trinkwasserleitungen sind durchzuschleifen. Hier möchte ich aber auch klar anmerken, da das andere Sachverständige teilweise falsch bewerten, durchschleifen ist keine anerkannte Regel der Technik. Man muss es nicht machen. Wenn man natürlich hier planmäßig über die 3 Liter gehen will, dann ist durchzuschleifen. Die T-Stück-Installation soll vermieden werden, ebenso die temporär durchgeflossenen Leitungen. Und die 3-Liter-Regel soll zu keiner 30-Liter-Regel werden. Also wenn, dann im vernünftigen Maße. Was heißt es für Sie draußen an den Bildschirmen? Zum einen für die Bauträger und Planer. Möglichst kleine Rohrlängen anstreben, das sollte das Ziel sein. Es ist eine Sonderlösung, wenn man die 3-Liter-Regel überschreibt. Es gibt Kompensationsmaßnahmen, die man für Sonderlösungen einsetzen kann, entweder in der Planung oder wenn irgendwas schiefgegangen ist. Gerne helfen wir Ihnen dazu. Für die Hausverwaltung ist es wichtig, die 3-Liter-Regel, wenn die eingehalten wird, ist ein Teil und garantiert keine gute Trinkwasserqualität. Ich habe extra hier dazu geschrieben, nötigen. Sie müssen die Bewohner dazu nötigen, dass diese regelmäßig Wasser nutzen. Als Fazit für den ersten Block, die Überschreitung der 3-Liter-Regel ist mit hohem Aufwand kompensierbar. Es muss die Ausnahme bleiben. Den Trinkwasserkomfort kriegt man mit einer laienverständlichen Aufklärung hin. Ebenso sollte man auf die Betriebskosten achten, weil das ein unerlässliches Maß ist, die automatische Spülung. So, das war der erste Themenblock. Zum zweiten Themenblock, zu den Trinkwasserschwankungen. Der Herr Nervezahn und auch andere Nutzer klagen vermehrt über Trinkwasserschwankungen. Es gibt hierzu auch ein erstes Gerichtsurteil. Das OLG Hamburg hat 2020 Folgendes entschieden. Ich zitiere aus der Urteilsverkündung. Auf Basis der Ausführung des gerichtlichen Sachverständigen, hier geht es weiter, Temperaturschwankungen von nur 1 Grad hinnehmbar sein. Das zweite, plötzliche Temperaturschwankungen von 5 Grad begründen einen Mangel, weil sie die Funktion von Dusche und Bad erheblich beeinträchtigen. Wieso das Urteil fragwürdig ist, komme ich gleich noch drauf. Aber was ist erstmal die Hintergründe? Die Hintergründe 2011. Wurde die Trinkwasserverordnung novelliert mit dem Minimierungsgebot. Also nur noch so viel Wasser vorzuhalten, wie wirklich technisch nötig ist. Deshalb wurde auch die DIN 1988 Teil 3 in die 300 umgewandelt und es wurden die Rohrdurchmesser entsprechend angepasst. Früher war die Devise viel hilft viel. Die Älteren an den Bildschirmen können es bestätigen, nicht nur eine Rohrdimension wurde größer genommen, sondern vielleicht auch zwei. Bei konventionellen Mischarmaturen, wie Sie hier an der rechten Seite sehen in dem Bild, erfolgt es durch einen statischen Mischvorgang, durch Anpassen von Druckverhältnissen im Rohrnetz. Wenn hier im Rohrnetz Schwankungen sind, hat man auch bei dem Mischvorgang Schwankungen. Was sagen die Normen hierzu? Die 1988-200 gibt hier keine Vorgaben. Außer zur Trinkwarmwassertemperatur und zur Kaltwassertemperatur, wann die anstehen muss. Die DIN 806 Teil 2 gibt nur hinsichtlich dem Verbrühungsschutz eine Angabe und der bezieht sich hier auch nur auf Krankenhäuser, Seniorenheime, Kinderheime. Ebenso die bekannten Trinkwassernormen 6023 und die 4708 Teil 2 geben keine Vorgaben. Einzig die VDI 6003 gibt es Anforderungsstufen, römisch 1, 2 und 3. Aber hier möchte ich ganz klar vorsichtig sagen, es ist keine anerkannte Regel der Technik. Selbst die Norm schreibt oder die VDI schreibt im Vorwort, die bei Bedarf werkvertraglich vereinbart werden können. Das ist ein direktes Zitat. Wenn es keine Vorgaben gibt,
wollen wir jetzt mal herausarbeiten oder möchte ich aufzeigen, was ist auf der einen Seite das Minimum und auf der anderen Seite das Maximum. Minimum, wenn man jetzt die VDI 6003 hernimmt, die werkvertraglich zu vereinbaren ist, gibt es verschiedene Tabellen, wie hier auf der rechten Seite, zum Beispiel für Duschen. Und hier sehen Sie 5 Kelvin plus minus 5 Kelvin, 4 Kelvin plus 2 Kelvin. Hier sieht man schon mal in der Urteilsbegründung, das haben Richter geschrieben, hier waren Grad angegeben, keine Kelvin und nicht plus minus. Aber man sieht auch, die höchste Stufe, die man irgendwie vereinbaren kann, die eine technische Regel vorgibt, sind plus minus 2 Kelvin. Praktisch wird sich das irgendwo bei plus minus 2 bis 3 Kelvin bewegen. Wenn man jetzt nochmal eine andere Herangehensweise nimmt, es gibt die 1988-200, in der ist beschrieben, dass es thermostatische Mischbatterien gibt. Die kennen Sie von Hotels, vielleicht haben Sie auch selber eine daheim, ist eine Prüfnorm, ist relativ einfach zu merken, ist die 111. Und das sind solche Graphen wie auf der rechten Seite abgebildet. Kurz zusammengefasst für Sie, unter einer Sekunde kann ich Abweichungen von 3 Grad haben und nach 5 Sekunden ist bei solchen thermostatischen Mischbatterien eine Abweichung nur noch von 1 Kelvin gegeben nach der Prüfnorm. Dann kriegen Sie erst den Normenstempel. Wenn Sie sich also sozusagen eine Armatur von Hansa, Dornbracht, wie sie alle heißen, einbauen oder einbauen lassen, dann schaffen Sie normativ nicht, dauerhaft plus minus 1 Kelvin einzuhalten. Deswegen ist auch die Rechtsprechung von oben sehr zu hinterfragen. In der Praxis wissen wir, dass Temperaturschwankungen um die plus minus 2 bis 3 Grad üblich und normal sind. So, jetzt haben wir auf der einen Seite das Minimum festgelegt. Jetzt kommen wir auf der anderen Seite aufs Maximum. Jetzt ist es natürlich schwer, was ist das Maximum? Hier möchte ich einen Vergleich ziehen zur DIN 4109 zum Schallschutz. Hier wurde höchstrichterlich festgelegt, dass der Mindestschallschutz nach der Norm eben die Körperverletzung ist, die Grenze zur Körperverletzung. Was heißt es bezogen auf die Temperaturschwankungen? Wann tritt eine Verbrühung ein? Eine Verbrühung tritt ein, wenn man Temperatur und von der Einwirkdauer ist es abhängig. Eine Verbrühung ist ein Verbrennungsgrad 1, das ist reversibel und ist vergleichbar mit einem Sonnenbrand. Wenn man jetzt aus dem Fenster schaut, wahrscheinlich kriegt man jetzt keinen, aber Sie kennen es noch vom letzten Sommer. Und die 806 Teil 2 sagt maximal 43 Grad, aber hier habe ich schon erwähnt, bezogen auf Krankenhäuser, Seniorenheime. Wenn man jetzt in die Rechtsmedizin geht, gibt es verschiedene Graphen und Tabellen, hier eine dargestellt auf der rechten Seite. Und die gestickelte graue Kurve, wenn man hier bei 2 Sekunden hochgeht, sind es 61 Grad, bei 4 Sekunden 58 Grad. Das heißt, man bekommt noch keine Verbrühung. Vollständigkeitshalber auch Verbrennungsgrad 2 und 3 aufgeführt. Bei 0,5 Sekunden sind es 70 Grad, beziehungsweise bei 5 Sekunden 60 Grad. Solche Temperaturen haben wir bei einer normal eingestellten Trinkwasseranlage nicht. Des Weiteren auch noch ein kurzer Hinweis bezüglich Kinder. Hier ist es entsprechend weniger. Hier im Vergleich beim Verbrennungsgrad 2. Bei Erwachsenen sind es bei 2 Sekunden 64, bei Kindern nur 55 Grad. Also wenn Sie für Kinder irgendwas planen, müssen Sie hier erhöhte Vorsicht walten lassen hinsichtlich dem Verbrühungsschutz. Jetzt, wenn man uns jetzt nochmal den Vergleich, was ist das Maximum hernimmt. Wenn man sagt, eine Reaktionszeit von vier Sekunden, wenn Sie also unter der Dusche stehen, 21, 22, 23, 24, dann reagieren Sie erst, springen aus der Dusche, drehen auf kalt, auf warm, haben eine Verbrühungsschwelle, die ich vorher erklärt habe, von 58 Grad. Eine normale Dusch- und Körpertemperatur ist bei 38 Grad und ich habe jetzt hier noch einen Puffer, einen Sicherheitswert von 2 Kelvin eingerechnet. Hier ist es ganz klar, was ich erwähnen muss, wir hatten noch keine Verbrühung aus rechtsmedizinischer Sicht, aber man ist ganz klar nah an der Körperverletzung. Das heißt, man ist irgendwo bei 18 Grad nach oben. Wenn man hier beim Waschtisch, weil man die Hände schneller wegziehen kann, das habe ich nicht erwähnt, die 2 Sekunden nimmt, dann ist man irgendwo bei 21 Kelvin. Das ist so
in der Schwankungsbreite. Was heißt es für Sie als Planer, als Bauträger? Das eine, der Körper ist sehr sensibel, vor allem in Duschen. Installieren Sie thermostatisch geregelte Armaturen nach der DIN, ganz einfach zu merken, 1111. Und das ist das Wichtigste, die Temperaturschwankungen in der Baubeschreibung laiengerecht erklären, erläutern, dass Sie vor so einer Rechtsprechung sicher sind. Das andere für die Hausverwaltungen, wenn Sie Herr Nervezahn am Freitagnachmittag anruft und von Temperaturschwankungen von 6 Grad spricht, also plus minus 3 Kelvin, dann ist es eine sehr gute Anlagentechnik. In Deutschland steht die Trinkwasserhygiene vor dem Trinkwasserkomfort. Das darf man nicht vergessen. Als Fazit vom Hauptteil heute, minimale Schwankungen sind 2 bis 3 Grad, Kelvin, Entschuldigung. Die maximalen Temperaturen habe ich ausführlich hergeleitet. Und ganz klar nochmal zu sagen, das Gerichtsurteil von Hamburg mit plus minus 1 Kelvin, selbst die 5 Grad sind sehr zu hinterfragen. Und deswegen verankern Sie das lieber in der Baubeschreibung. Als dritten Themenblock die Gefährdungsanalyse von Trinkwasser. Für was brauche ich das? Für die Nicht-TGAler, wenn man Legionellen man muss Legionellen messen und wenn man über einen Wert ist von 100 KBE, das sind 100 koloniebildende Einheiten, dann muss man eine Gefährdungsanalyse machen und gewisse Sofortmaßnahmen. Wenn hier ein endständiger Befall, das heißt, es ist meist nur eine Auslaufstelle oder eine Wohnung betroffen, dann deutet es auf einen endständigen Befall hin, zum Beispiel der Nutzer hat einfach nicht gespült oder einfach eine Fehlmessung. Wir haben aus der Praxis wissen wir, dass nicht die Beprobung im Labor, sondern das Ziehen der Probe auf der Baustelle beim Kunden, das oft auch Fehler behaftet ist. Und deswegen, wenn es einen endständigen Befall, also nur einen oder zwei Befunde gibt, einfach nochmal beproben lassen. Und es gibt verschiedene Leitfäden über Gefährdungsanalyse, wie die aufgebaut sein sollten, was ist es leisten soll und wie ist der Gutachtenaufbau, weil hier auch nicht seriöse Sachverständige unterwegs sind, die beispielsweise sagen, ja, wegen Corona machen wir keinen Ortstermin. Wenn jemand Ihnen eine Gefährdungsanalyse für Trinkwasser anbietet, ohne Ortstermin, können Sie gleich absagen, gleich am Telefon. Diese Folie kennen Sie. Was ist das? Was bedeutet das für Sie in der täglichen Praxis? Liebe Bauträger, machen Sie eine freiwillige Legionellenprüfung. Schreiben Sie es bei Ihrem Heizungsbauer ins LV mit rein oder wenn Sie es noch nicht hatten, veranlassen Sie es. Sparen Sie nicht hier an den 200-300 €. Es hat zwar nur eine bedingte Aussagekräftigkeit zur Abnahme, aber Sie können sich gegen spätere Nutzungsversäumnisse auf jeden Fall zur Wehr setzen. Und wandeln Sie Ihre Vermutungspläne in aktuelle und vollständige Bestandsdokumentation um. Weil wenn Sie einen Legionellenbefall haben, dann haben Sie das Problem, dass dann alles auf Sie zurollt und Sie keinen mehr in der Hand haben. Das heißt für die Hausverwaltung, überprüfen Sie erstmal die Bestandspläne, ob die überhaupt, wenn Sie die bekommen, überhaupt vollständig und plausibel sind. Müssen Sie nicht selber machen, sondern kann ja auch der Verwaltungsbeirat machen, ob die Leitungen wirklich da laufen, wo sie verlegt sind. Und machen Sie regelmäßig Legionellenprüfungen. Wir machen des Öfteren Gewährleistungsbegehungen nach 5 Jahren und fragen nach den Legionellenbeprobungen und schauen uns dann fragende Augen an. Hier begeben Sie sich in ein großes Haftungsrisiko. Sie wollen ja, wenn Sie die Rohrleitung aufmachen, dass nicht mehr Augen rausschauen als reinschauen. Das noch als Fazit. Veranlassen Sie unabhängige Proben, um die Messfehler zu minimieren. Gerne unterstützen wir Sie hierbei. Dann die Laborergebnisse müssen diskutiert und erläutert werden. Und es müssen Sofortmaßnahmen veranlasst werden und die auch überwacht werden, ob die auch erfolgt werden. Und als letztes ist noch ein Tipp für die Hausverwaltungen. Gefährdungsanalysen ist eine Basis für ein Sanierungskonzept, wenn es wirklich so ist, aber ersetzt keines.
Jetzt bin ich am Ende angekommen. Was war bei den drei Themenblöcken das Wichtige? Das einmal die 3-Liter-Regel im Trinkwassernetz, ein göttliches Maß. Nein, definitiv nicht. Es sind Kompensationsmaßnahmen möglich, müssen aber die Ausnahme bleiben. Dann die Temperaturschwankungen im Trinkwassernetz. Unser Thema mit dem Herrn Nervezahn. Hier sind Schwankungen zwischen plus minus 2 Kelvin, aber das ist wirklich die unterste Grenze, bis 21 Kelvin möglich. Und was die Kernbotschaft der letzten oder den ganzen Vortrag von den 30 Minuten ist, vereinbaren Sie das in Ihrer Baubeschreibung, dass hier vor der fragwürdigen Rechtsprechung, auf die ich jetzt mehrfach verwiesen habe, nicht oder mit einer Baubeschreibung da entgegenwirken können. Und als letztes die Gefährdungsanalyse. Erneute Beprobungen veranlassen und das andere vorsichtvoll vor unvollständiger Leistungserbringung. Das waren die Themen rund um die Trinkwasserqualität, Hygiene, Komfort. Gibt es noch irgendwelche Fragen?